Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von 7 Days to Die. Ja, es ist eigentlich zu hell für eine Facecam, aber ich guck mal jetzt nach einer. Oh Gott, ich habe alles voll, ne? Ich habe alles voll. Oh, ich vergaß, dass wir jetzt hier spawnen, wo noch alles gemacht werden muss. Ich nehme mal eben die Spikes hier raus. Oi. Okay, warte mal. Dann... Oh, die Hunting Rifle müssen wir mal reparieren. Aber ich glaube, die reparieren wir mal, indem wir Parts ausgleichen. Parts miteinander reparieren. Aber der Rocket Launcher in Lila ist einfach geil, dass wir den gefunden haben. So. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. So. Dann gehen wir mal runter. Ja, die Feralhorden, Unordnung hier müssen wir jetzt mal beseitigen. Hier ist ja einiges. Wie viel Holz haben wir denn? Na, mit dem Holz werden wir mal überhaupt nicht weit kommen. Aua. Nee. Ich glaube, ich kann gleich mal neues Holz besorgen gehen. Ja, komm, da hinten sind ja Bäumchen. Die nehmen wir mal mit. Hier unten, das ist auch zu hell. Aber so weit reicht mein schwarzes Dingen da nicht. Ja, das ist jetzt halt so, ne? So. Dann besorgen wir mal ein bisschen Holz hier. Können wir ja gleich auch nochmal hier random diese Samen einsetzen. So. Ich sitze auch auf meinem Gymnastikball. Kann ich hüpfen? Hui, hui. Weil Rückenschmerzen und so. Aber ich glaube, für die nächste Folge muss ich... Ich wibbel damit zu viel rum. Muss ich das wechseln? So, ein bisschen Holz kriegen wir jetzt hier schon zusammen. Es reicht zwar nicht für diese super teuren Spikes... Ui. Das hätte jetzt... Ist das jetzt verbuggt? Yo. Das ist auch schön. War das jetzt, weil der eine da reingefallen ist? Hat sich das jetzt so verbuggt? Das ist ja toll. Naja, nun gut. So ist das. Wie viel haben wir denn jetzt? Ah ja, das ist schon mal gut. Ja, der geht nicht, ne? Ist kaputt. Aber ich krieg Holz daraus. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Dann wäre das unsere... Dann wäre das der unendliche Holzquell. Ich glaube, die 600er sollte man eigentlich gar nicht fällen, wa? So, ich habe nur 14 Seeds rausgekriegt. Im Ernst? Warum? Hätten es nicht mehr sein müssen? Ich babstehe jetzt hier mal wieder irgendwo. Hätten doch mehr sein müssen, oder? Vielen Dank übrigens für den Tipp, dass auch... Tiere Wärme erzeugen. Das war mir nicht bewusst, dass diese Tierkadaver weggemacht werden müssen. Das wusste ich in der Tat nicht. Empty, fucking empty. Und der hat verlässlicherweise sein Schimmel-Sandwich dabei. So. Ja, dann versuchen wir jetzt mal weiter zu reparieren. Jetzt müssten wir ja zumindest erstmal, um die Blutigen hier schon mal wieder okay zu machen. Wie viel Holz diese Dinger kosten, ey.
Ah, die sind halt einfach gut, ne? In Kombination mit dem Barbed Wire. Ich überlege... Oh, shit. Ah, geil. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich Barbed Wire diese komischen Fences machen soll. Oh, jetzt wird es ein bisschen sehr dunkel, ne? Ja, das ist jetzt doof. Außerdem ist die Cam zu weit drin. Warte mal. So. Ja, jetzt ist gerade die Sonne weggegangen. Ja, das sieht ja jetzt behämmert aus. Egal, wenn die Sonne gleich wiederkommt. Ich muss auch das eine... Jetzt habt ihr dann halt mal eine bisschen komische... Oh. Haben wir das ganze Stil jetzt hier verbraucht? Nee. Ihr habt jetzt ein bisschen komische Lichtgebung. Ich muss gleich für die nächste Folge hier mal ein bisschen die Sachen anpassen. Das könnten hier die Polizisten gewesen sein, ne? Die das hier kaputt gemacht haben. So. Ja, hier ist auch ein Loch. Also manchmal hinterlassen die Sprenglöcher, manchmal nicht. Okay, dann reparieren wir jetzt erstmal hier vorne. So, hier fehlten... Nein, da hier. Bam, bam. So. Haben die auch welche von den Großen hier weg? Nee, die waren einfach nur komisch platziert, ne? Oh nein! Was hab ich denn da? Nein! Oh nein! Ich setze hier alles falsch. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir mit denen auskommen, um hier alles zu reparieren, ehrlich gesagt. Aber wer weiß. Nee. Hier haben sie jetzt noch die Schleuse. Muss ich hier noch was reparieren? Machen wir das erstmal, bevor wir hier alles zumachen. Jetzt haben wir hier natürlich sehr unebenen Boden. Genau, am besten wieder reinlaufen, das ist immer super. So. Okay. Na komm, die will er nicht reparieren. Ah Mann, da kann ich doch nicht, das gibt's doch gar nicht. War hier noch was auf dem Boden oder welche habe ich jetzt angekratzt? Bescheuert, ey. Nee, es reicht glaube ich gerade nicht. Okay, wir brauchen noch ein paar. Wir haben aber auch noch ein bisschen Holz. Dann machen wir jetzt einfach noch mal Spikes. Wood Spikes. Oh, musst du was trinken? In einer dieser Krumpelkisten bestimmt irgendwie Wasser aufgenommen. Trinken wir mal. Und wir nehmen auch mal eine Tablette hier. Müssen wir noch mal trinken. Wir haben da unten in die Spikes gelaufen sind. Das ist ja auch ein bisschen semi-optimal. So. Ja, das mit der Tablette dauert eine Weile, ne? Bis die vollständig wirkt. So, dann bauen wir jetzt hier die Spikes noch mal hin. Wie viel Scrap Iron habe ich denn? Genau, wir machen mal hier... Wir machen erstmal doch nochmal Barbed Wire. Oh. Barbed Wire. Wie viel können wir machen? 173. Wir machen mal 100. Und gucken mal. Obwohl, ich glaube, die 173 brauchen wir fast schon. Hier setzen wir mal eben die Wood Frames rein. Dann haben wir hier wieder eine gerade Ebene. So, jetzt haben wir alles repariert. Sehe ich das richtig? Okay, hier sind noch so ein paar kleinere Sachen. Hier fehlt noch was. Ja, ich glaube,
Bin ich jetzt schon wieder irgendwo hängen geblieben? Sag mal. Ich fasse das nicht, ne? Ist diese Kiste auch voll? Oh, Leute, wie sollen wir das denn alles mal rüberkriegen? Das ist ja der Horror. Also ich würde sagen, dann nehme ich gleich mal die Waffenparts auf jeden Fall mit. Oh Gott. Das kann dann noch mit rein. Ich muss jetzt erstmal stacken, soweit es geht. Und ich hatte schon wieder dieses Problem, dass ich aus dem Spiel rausgetappt bin, weil irgend so ein Arschlochfenster im Hintergrund kurz aufpoppt. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es mich wahnsinnig macht. So, hier packen wir jetzt erstmal Barbed Wire vor. Athletics sind hochgegangen, das ist doch erfreulich. So, ich werde noch mehr Barbed Wire platzieren beim nächsten Mal. Ich glaube, ich mache noch diese Fences davor. Tatsächlich. So, ich muss mal gucken, was jetzt hier verschütt gegangen ist. Ich glaube, hier auf der Seite ging es. Hier vor müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, die ganze Reihe durch. Also, aber irgendwie kommen die immer von der gleichen Seite, ne? Feral, nachttechnisch. Oh, das war's schon. Setze ich jetzt davor auf dem Boden auch nochmal welche? Ich weiß es nicht. Die sehe ich halt nicht, ne? Kann ich auch gar nicht dran. Ach, die haben einen Block. Nee, das ist blöd. Dann mache ich lieber... Ja, jetzt habe ich natürlich alles durchlaufen lassen hier. Ich honkensponken. Barbed Wire Fences. Davon... Ja, komm, wir lassen mal die 129 durchlaufen. Dann haben wir zwar kein Scrap Metal mehr. Und das könnten wir jetzt hier noch oben drauflegen. So viel, wie wir haben halt. Ich mache das mal auf der Seite, weil da ist jetzt die Feralnacht irgendwie schon das dritte Mal gekommen. Oh. Ich hänge da schon wieder drin, ne? Ey. Ah, fehlt noch welche. So. Ja, ich glaube, es spielt nicht wirklich eine Rolle, wie es gedreht ist. Oh, wieso? Oh, ich habe da einen... Ah, sehr geil platziert. Ja, nice. So schwebend in der Luft davor. Ja, super. Da drauf geht nicht. Wieso geht das nicht? Doch. Da. Nein, mach. Alter. Da. Oh. So, dann muss ich mal gucken. Wo ist denn hier noch nicht? Das sieht man natürlich auch nicht so geil. So. Wieso setze ich denn das so davor und wieso gehen dann die Spikes eine Etage höher? Was ist denn das für ein Bullshit? Mann. Und ich hänge schon wieder drin. Habe ich hier so ein Medikit? Nein. Großartig. Es ist einfach großartig. Na komm. Oh, das ist so ein bisschen der Hass, ne? Diese Minimalplatzierung hier, dieses haargenaue Rumgedonge hier, das macht mich ja schon ein bisschen wahnsinnig, weil es ja einfach so lange dauert. Diese Hitbox sich manchmal so völlig bescheuert verschiebt. So. Mach fertig da. Wie viel habe ich noch? 34. Ich weiß nicht, wie wir diese ganzen Kisten hier mal rüberbringen sollen. Ich glaube, wir müssen eine Folge quasi Marathon hin und her laufen. Machen. Und ich hänge schon wieder drin. Geil. Okay. Da ist oben schon. Die ganze Reihe? Nee, natürlich nicht. Hä? Habe ich denn da gemacht? Egal. Das ist alles so ein bisschen Trololo hier. Die ganze Chose.
So, machen wir hier drauf noch. So. Da vorne fehlen auch noch Spikes. Egal. Ah, vier haben wir noch. So. Eins, zwei, drei, vier. So, sehr gut. So, dann setzen wir hier ein... Oh, so weit weg müssen wir... Nee. Okay. Aber die sehe ich dann auch besser. Also, ich glaube, das sollte... Die kann man natürlich wieder falsch setzen, ne? Da können wir uns noch dran erinnern. Ich glaube, die sollte ich sehen. Ob ich dann da nicht reinlaufe, ist eine andere Sache. Aber ich sehe sie zumindest. So. Jetzt hört das, wie das Wasser auf einmal aufhört. So. Da, jetzt ist schon wieder zu hell. Also eigentlich, Leute, im Sommer mit Facecam aufnehmen ist eigentlich nicht drin. Weil mich macht das wahnsinnig, dass das so hell ist, dann ist es wieder dunkel. Scheiße. Das ist, mich nervt das ohne Ende. Weil bei uns steht auch hier ab nachmittags die Sonne volle Pulle auf dem Wohnzimmer. Das kannst du eigentlich knicken. Ich meine, es macht ja jetzt auch keinen großen Unterschied, oder? Ob mit oder ohne Facecam. Aber mich nervt sowas hier hammermäßig. Oh, wir haben diese lästige Kacke gleich geschafft, Leute. Ah, jetzt geht es schon wieder. Warum? Gras, ne? Das Gras hier ist echt das Horrorgras. Hier wird es jetzt auch wieder scheiße. Gottes Willen, echt. Dinge, die mich aggro machen. Lieber Tagebuch. So, 27 noch. Aber ausgesprochen selten versetzt. Das ist erfreulich. So, bam, 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 bam. Es reicht sogar fast für ganz rum. Ja, dann machen wir das halt so. Ein paar fehlen noch. Aber die können wir dann auch noch fertig machen. So, dann lass uns mal eben gucken, was hier oben in der Kiste ist, was wir dann da drüben brauchen. Jetzt ist wieder dunkel. Oh, wowzer. Okay, wir tun die hier oben rein. Ich gönne mir mal eben ein Medikit. Dann gönne ich mir noch ein Golden Rod. Und ich gönne mir ein Meatstu. So. Ich lasse mal eben sowas hier drin. Wir könnten auch den Rocket Launcher eigentlich mal hier drin lassen. Und ich werde jetzt unten aus den Dingern Waffenteile mitnehmen. Die Rounds können wir hier auch reinlassen. Die Hunting Rifle wollte ich verbessern. Ich muss mir diesmal, ich hoffe, ich kann es mir diesmal behalten, dass ich hier super viele von diesen Dingern drin hatte. Sonst wäre es echt saudoof. Und eine Pistole sollte ich hierhin auch mitnehmen fürs nächste Mal, weil die ist auch nicht schlecht. Wenigstens auch so als, ja, Dingens zu haben hier. Dingensbummens. So, dann nehmen wir mal von unten Waffenteile mit. Ich weiß, dass da vorne welche drin waren. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, wir müssen halt peu à peu Schüssel mitnehmen. Weil, also ich glaube, ich habe keinen Bock, eine Folge die ganze Zeit hin und her zu laufen. So, das. Den Stock. Die Iron Shovels, die kann ich scrappen. Ja, die kann man einschmelzen. Mal jetzt aber nicht. Die kann ich zum Verbessern meiner nutzen. Hier Waffe, Waffe. Schuss. Sortieren. Hier haben wir noch einen Stock. Sortieren.
Gut. Dann gehen wir zu dieser Kiste. Ach, schön. Die auch randvoll ist. Ich zieh mal eben das hier runter. Und was tun wir denn hier mal rein? Da haben wir auch noch einen SMG-Stock, einen SMG-Barrel. Sniper habe ich keine Chance, ne? Kriege ich einfach nicht zusammen. Boah, wie viele Magnum-Zylinder habe ich denn? Habe ich hier noch waffentechnisch was drin? Und auch noch ein Magnum. So. Dann würde ich tatsächlich auch mal gerne mit der Magnum schießen. So, jetzt laufen wir nach Hause. Das hat jetzt keiner gesehen. Das hat jetzt keiner gesehen. Und dann können wir nämlich mal gucken, ob wir einige schon direkt zusammenfügen können. Ich glaube, wir sollten auch direkt unsere Hunting Rifle reparieren. Denn sonst vergesse ich das. Okay. Moment mal, ich mach mal eben hier die beiden zusammen. Dann die beiden zusammen. Und Magnum Frame, der ist natürlich echt gut, ne? Und die beiden zusammen. Wo ist denn unsere Schaufel? Hier wahrscheinlich, ne? Steel Shovel. Da habe ich zwei. Warte, die verbessern wir auch mal eben hoch. Machen wir das damit. Und das damit. Sehr gut. Dann kann die da mal wieder rein. Könnten wir dann auch noch verbessern. Eigentlich möchte ich jetzt immer nur noch magentafarbene Werkzeuge haben. So ist das. So. Okay, diese Parts, die werde ich nicht verbessern. Die können hier rein. Ich packe hier mal eben alles rein, um zu sortieren. Assemble. Das nehmen wir raus. Close. Okay. Dong, dong. Dong. Ist voll. Wunderbar. Gut. Dann werden wir... Also nicht gut, aber... Warte mal, die vollen Rocket... Also die vollen Waffen, die Gold, sollen doch eigentlich hier mit rein. Ne? So, die könnte ich aber auch zum Ausbessern gleich nehmen. Hier müssen wir auch nochmal auseinandernehmen, auf jeden Fall. Und wir können bestimmt auch noch einen besseren Magnum-Schüssel machen. Oh Gott, warte mal. Ich muss ja erstmal ein bisschen Platz schaffen, sonst raste ich aus. So. Die Repair-Kits tue ich auch hier nochmal rein. Haben wir jetzt 22 von. Hier kommt das rein. Ich mache alle Kisten 10-mal auf, weil ich nicht nachdenken kann. So. Das haben wir auch sortiert. Jetzt sortieren wir nochmal. Ah, die Woodlock Spikes habe ich jetzt noch in der Tasche. Das ist ja doof. Die kommen mal wieder da oben rein. Gut. So, das kommt da rein. Und... den Motor werde ich mit dem mal zusammenfügen. Das müsste doch auch gehen, oder? Komm, dann nehmen wir noch einen. Und dann können wir den nämlich mal austauschen. Dann haben wir Magenta 512er. Das ist doch schon mal super. So, die nehme ich jetzt mal eben auseinander hier. Weil wir die reparieren müssen. So, und dann nehmen wir auch die auseinander. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch an Hunting Rifle Parts drin haben. Was wir zum Reparieren nehmen können. Das da zum Beispiel.
Diese hier und diese. Wir brauchen ja nicht tausende von allen. So, das nehmen wir jetzt mal alles zum Verbessern. Dann machen wir uns jetzt hier eine überlegene. So, das damit. Das damit. Klotsch. Sehr gut. Dann können wir den Stock erstmal damit reparieren und dann da, weil ich glaube beim Repair Kit, ich habe zwar alle schon relativ hoch alle Fähigkeiten, aber ich glaube mit dem Repair Kit habe ich einfach viel zu viel Verlust. So, dann haben wir die Hunting Rifle Parts damit. Nee, noch mehr reinschieben wäre dumm. So. Nee, haben wir noch so richtig schrottige Hunting Rifle Parts? Nee. Nee. Nee, aber das benutze ich nicht. Das wäre doof. Das wäre Verschwendung. Okay, dann Assemble. Das, das. Und das. Eine 564er. Okay, dann tun wir die hier rein. Das kommt da rein. Hier kommt die 564er rein. Und der Schuss. So, und jetzt gucken wir aber, was wir für die Magnum machen können. Assemble. So, dann nehmen wir die erstmal auseinander. Okay, ein 600er Dingens haben wir schon. Okay. Gut, dann brauchen wir Parts. Aber Parts haben wir nicht so viele. Egal, wir verbessern die mal hoch. Barrel haben wir schon. Also ein Zylinder. Ein Frame. Den kann ich auf jeden Fall hochpushen. Und was noch? Und einen Stock können wir auch besser machen. Cool, dann machen wir uns jetzt mal eine coole Magnum. Na, das hätte jetzt aber auch mal Magenta geben können, ne? Ihr Schweinebacken, ey. Okay, dann das damit reparieren. Sehr schön. Und haben wir noch Grips? Ich habe doch mehr Grips mitgebracht, oder? Oder nicht? Oder waren die das jetzt schon? Das scheinen sie gewesen zu sein, ne? Okay. Ach, jetzt habe ich das wieder nicht ausgerechnet. Jetzt weiß ich nicht, wie viele das waren. Ach, wie blöd. Assemble. So, so und so. Dann kriegen wir raus eine... Na doch, eine magentafarbene Magnum. Nice. Das gefällt mir gut. Meine Lieben, ich mache hier mal einen Cut. Ich gucke gleich, ob ich die Facecam ausmache oder nicht. Also mich nervt das irgendwie mit dem hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Und hole euch dann in der nächsten Episode dazu. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann. Aloha.